Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Vorstellungsvideo. Wo fangen wir da am besten an? Ich habe jetzt hier mehrere Produkte. Da wurde ich angefragt, ob ich die mal vorstellen möchte oder auch nicht. Und ich habe natürlich gesagt, ja, gerne. Und ich fange gleich mal mit dem ersten Paket an. Da habe ich jetzt hier von Carbon, da hatte ich die Kopfhörer vorgestellt, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Und die haben gefragt, ob ich nicht auch was anderes vorstellen möchte, weil denen mein Video gefallen hat. Und da habe ich mir einmal dann ausgesucht, die Bauchtasche. Die hat dann hier unten auch so eine, wo war denn das? Da unten, für Kopfhörer, wenn man andere hat zum Rausmachen, da passt auch nicht viel drin, Handy und so. Und ein Mauspad. Unten steht Carbon, ist schön schwarz. Für den Tisch ideal. Das wollen wir uns jetzt einfach mal angucken. Ich fange an mit dem Mauspad, weil das Mauspad mich am meisten interessiert gerade. Ich mache mal euch mal nach unten, dann könnt ihr auch mehr sehen. Wenn mein Mauspad, was ich habe, ist so glatt. Wenn der oben so ruf fest, ist es so richtig, richtig glatt. Und das ist jetzt wie Stoff. Das ist sehr angenehm. Das ist sehr, sehr angenehm. Fässt sich an wie so ein, ja, wie Neopren irgendwie. Irgendwie. Ich habe ja diesen Gürtel, wenn ihr euch daran erinnern könnt. Den Abspeckgürtel, und das ist auch so Neoprenzeug, und so genauso fässt der sich von vorne auch an. Hier haben wir das Carbon-Logo. Die Links werde ich euch natürlich in die Videobeschreibung machen, und unten ist gummiert. Also hier ist so richtig, wenn ich weiß nicht, ob ihr das seht, das fässt sich so gummiert an. Ja, rutschfest. Coole Sache. Ich hatte schon Mauspads, da war das nicht rutschfest. Da hast du das draufgepackt, hast du mit Maus bewegt, und dann anstatt nur die Maus bewegt sich das ganze Ding hin und her. Das ist hier nicht, das ist schön. Rutschfest, geile Sache. So, jetzt gucken wir uns die Bauchtasche mal an. Weil die fand ich jetzt interessant. Weil ich habe ja schon Bauchtasche. Wisst ihr ja, ich trage gerne Bauchtasche, auch wenn viele sagen, Bauchtasche ist out. Ich mag Bauchtasche. Es ist nun mal so. Und hier habe ich jetzt zum Beispiel eine kleine Bauchtasche. Hier passt mein Handy drin. Portemonnaie nicht wirklich. Aber ich habe ja alles immer... Ach, hier sind auch die Karten mit bei. Ich habe ja immer sowieso mein Handy bei, und da habe ich die Netto-App, kann ich jederzeit bei Netto einkaufen gehen und so. Ist auch so Neopren. Neopren. Hier unten, da seht ihr das. Das ist die kleine Öffnung. Da könnt ihr dann eure Kopfhörer durchschieben. Beziehungsweise den Kabel vom Kopfhörer durchschieben. Dann kommt hier kein Wasser drin, weil das ist halt so wie so ein Schlitz gemacht. Und ja, was haben wir denn hier noch? Wir haben dann hier noch eine kleine Tasche, da könnte man eine Karte reinmachen. Ja, die ist jetzt ein bisschen größer als eine EC-Karte, aber mit ein bisschen Drücken passt die schon rein. Und dahinter haben wir noch ein Fach. Ich habe jetzt meine Bauchtasche leider nicht mit hochgenommen, sondern hätte ich das mal vergleichen können, ob da mein Portemonnaie drin, so ja vielleicht auch mit drin passt, wenn es dünn ist. Alles werde ich auf jeden Fall noch machen. Und dann haben wir hier noch ein kleines Fächlein. Was können wir denn da reinmachen? Ist nur ein ganz kleines. Da kann man dann zum Beispiel eine Liquidflasche drin machen oder so. Genau, eine Liquidflasche, auch nicht schlecht. Aber mich hat es halt gereizt, weil die klein und kompakt ist und da wirklich nicht so viel. Also meine Bauchtasche, wenn ich die umhabe, die ist immer ziemlich weit vor, und dann ist ja schwer, ist viel Zeug drin. Und hier nur das Nötigste, wenn ich jetzt mit meiner Tochter und meiner Freundin in den Wildpark gehe zum Beispiel. Handy habe ich bei. EC-Karte kann ich mit drin machen, fertig ist, mehr braucht man ja auch nicht. Und dann andere Rest kann man in den Rucksack klatschen, und an Handy kommt man dann immer schnell mal ran. Finde ich sehr angenehm. Auch diese Neoprem finde ich sehr toll, weil Neoprem ist ja undurchlässig, also wird es innen drin nicht nass.
Oh, die sind sehr. Ist nicht nur einfach Strick oder irgendwas, nein, es hat so ein bisschen Zugkraft, also ist so Gummi. Geht auch schnell auf und wieder zu, greift auch ordentlich zu, wie ihr seht. Ich ziehe ordentlich dran und geht nicht auf. Und was ich ganz schön finde, wir haben zweimal zum Stellen. Wir haben jetzt nicht wie bei den meisten nur auf einer Seite zum Stellen. Nein, wir haben auf beiden Seiten zum Stellen. Also können wir hier groß machen. So, machen wir mal groß. Wird ein bisschen knapp für mich, für meinen Bauchumfang. Aber da das natürlich Gummi ist und sich das dehnt, würde ich da, denke ich mal, sagen, ich komme da selbst mit meinem fetten Bauch hin. Coole Sache. Finde ich gut. Finde ich gut. Also hat sich echt gelohnt. Also ich werde das jetzt auf jeden Fall, ich mache mal wieder hoch, dass er mich sieht, das ist ein bisschen besser. Ich werde das jetzt auf jeden Fall im Alltagstest testen. Das ist jetzt, wie gesagt, nur das Vorstellungsvideo, das Hardware-Video, wo wir uns die Hardware mal angeguckt haben. Ist nicht wirklich Hardware, ich weiß, aber so heißt die Kategorie bei mir nun mal. Und das Mauspad werde ich jetzt gleich am Laptop hinpacken. Und die Bauchtasche werde ich nachher mit runternehmen und gleich mal ein bisschen was aus meiner Bauchtasche aussortieren. Und dann werde ich die mal jetzt im Alltagstest testen. Klingt ja auch toll. Im Alltagstest testen. Im Alltag testen. Und dann kann ich euch da auch mehr dazu sagen. Aber das Mauspad finde ich schon mal richtig klasse. Und vor allen Dingen ist nicht großartig bunt, ist schön schwarz. Was will man mehr? So, das war es auch schon. Das war ein kurzes, knappes, knackiges Video. Wir kommen zu den nächsten Produkten gleich. Ist noch ein bisschen was zum Aufholen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Ahoi, sagt euer Odin.